Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Heute mit diesen Themen. Laden wird günstiger. Renault R5 Bestellstart. VW-Renault-Kooperation gescheitert. Neue ID3-Varianten bestellbar. Great Wall Motors schließt Europazentrale. Ladesäulen an Tankstellen. CDU stoppt Kampagne. Verbrenner aus bereits umgesetzt. Urlauber aufgepasst. R-Königschau und Neues von Next Move. Laden wird günstiger. Ja, das Thema hatten wir in den letzten Wochen schon öfter. Am Montag gab es einen echten Paukenschlag bei der Preisgestaltung für öffentliches Laden. Früher als Hochpreisanbieter verspottet, präsentierte IONITY ein komplett neues Preisgefüge für ganz Europa. Wir hatten am Montagvormittag hier auf dem Kanal im Detail berichtet. Hier nochmal der Schnelldurchlauf. In 12 Ländern wurden die Ad-Hoc-Preise gesenkt, Deutschland bleibt aber bei 69 Cent pro Kilowattstunde. Die preisliche Differenzierung zwischen den Ländern wurde deutlich erhöht. Der alte Passporttarif wird mit dem Zusatz Motion weitergeführt und über eine Abo-Gebühr von nur 3,99 Euro im ersten Monat wird die Einstiegshürde für Neukunden weiter gesenkt. In Deutschland kostet in diesem Tarif die Kilowattstunde 49 Cent. Für Vielfahrer gibt es im IONITY Passport Power Tarif jetzt für Deutschland 39 Cent pro Kilowattstunde bei 11,99 Euro Grundgebühr bzw. 7,99 Euro im ersten Monat. Damit platziert sich IONITY in unserer Preisübersicht circa auf dem Niveau von Tesla und NBW bzw. sogar leicht darunter. Alle Infos zu den neuen Tarifen und unsere neue Preisübersicht findet ihr entweder im Video vom Montag oder auch zum Download im Blogbeitrag auf der Nextmove-Seite. Für Vielfahrer ist das Laden an der Autobahn damit kaum noch teurer als zum Hausstromtarif. Die neuen IONITY-Tarife sind allerdings ausschließlich App-basiert, also ohne Ladekarte, und gelten natürlich nur im Direktvertrieb über die IONITY-App und nicht bei Nutzung anderer Anbieter. Was heißt das jetzt für die aktuelle Marktentwicklung? Tja, in den Kommentaren unter dem Video beschweren sich natürlich viele Zuschauer zu Recht darüber, dass man die günstigen Preise nur über Abos bekommt und man ja eigentlich keine Lust auf sowas hat und gute Preise ohne Vertragsbindung erwartet, ähnlich wie aktuell im Wettbewerb bei fossilen Tankstellen. Unsere Einschätzung ist aber, dass es aktuell einen großen, starken Trend im Markt gibt. Günstige Kilowattstundenpreise gibt es nur bei den großen Anbietern und nur im Direktvertrieb, das heißt über das betreibereigene Fahrstromangebot im Abo. Die zufällig fast preisgleichen 39 Cent gibt es in Deutschland aktuell bei IONITY, Tesla und NBW. Noch zu den anderen beiden. NBW ist Marktführer in Deutschland mit ca. 20% Marktanteil. Die günstigen Preise gelten auch bei ausgewählten Partnerstationen in Tschechien und Österreich. Tesla bietet sein Abo europaweit an, aber nicht alle Ladestationen sind offen für alle, aber die meisten. Die Preisstruktur bei Tesla ist flexibel und sowas wie Preislisten gibt es dort nicht. Soweit ich überblicken konnte, starten die Preise in Deutschland aktuell bei 38 Cent pro Kilowattstunde. Aber das Ladeerlebnis bei Tesla ist nicht für alle Kunden zufriedenstellend. Tesla bietet nur 400 Volt Stationen, also für 800 Volt Fahrzeuge ergeben sich knapp die doppelten Ladezeiten. An den Versionen V2 und V3 sind die Kabel für viele Fahrzeuge grenzwertig kurz und die V4 Stationen haben aktuell noch Hardware-Kinderkrankheiten, zum Beispiel, dass die Stecker schlecht halten oder die Kunden versehentlich die Displays beschädigen. Dafür sind die Preise in vielen Ländern noch günstiger als in Deutschland. Und IONITY ist zwar in 24 Ländern Europas aktiv und an den Hauptreiserouten gut aufgestellt, bietet aber im eigenen Tarifangebot nicht mal eine Ladekarte. Und in Deutschland hat man nur 4% Marktanteil nach CCS-Ladepunkten und erdreistet sich trotzdem, ein Abo-Angebot zu platzieren. Warum jetzt also diese Abos? Ich sag mal so, wir sind in einer Marktübergangsphase. Die großen Anbieter wollen und müssen in der Fläche Präsenz zeigen, um das Henne-Ei-Problem zu durchbrechen und erstmal ein brauchbares Angebot zu bieten. Ganz nebenbei geht es natürlich auch darum, sich gute Standorte langfristig zu sichern. Die Folge ist aber, dass der aktuelle Ausbau über dem eigentlichen Bedarf liegt, zumindest an der realen Auslastung gemessen. Auf Deutsch: Es gibt zu wenig Kunden für die vorhandenen Ladesäulen, um diese auskömmlich zu betreiben. Das Problem verschärft sich gerade noch massiv, weil aktuell deutlich geringere Neuzulassungen in den Markt kommen als letztes Jahr. Statt der vielleicht intern kalkulierten 25% Neuzulassung in Deutschland liegen wir aktuell nur bei der Hälfte, nämlich bei 12%. Letztes Jahr waren es 18%. Deswegen der Deal mit dem Kunden: Wir geben dir günstige Preise nur dann,
wenn du immer brav an unsere Stationen kommst. Und die Grundgebühr im Abo ist natürlich ein starker Sogfaktor. Ich spreche da aus Erfahrung. In den letzten 3 Jahren konnte ich für 29 Cent bei Ionity laden. Letzte Woche ist der Vertrag ausgelaufen. Jedes Mal, wenn ich woanders geladen habe, musste ich grob das Doppelte zahlen. So viel also zum Thema Sogwirkung von Abo-Angeboten. Also Zwischenstand. Abos sind blöd, aber sie machen zunächst mal das Laden günstiger. Deswegen war am Montag auch unsere Einordnung, heute ist ein guter Tag für die Elektromobilität. Denn die Abos machen auch Druck auf den Wettbewerb. Tesla, NBW und Ionity stellen ja zusammen nur ein Drittel des deutschen Angebots. Und die anderen müssen ja auch noch Kunden abbekommen, um ihre Fixkosten einzuspielen. Denn die haben das gleiche Problem, hohe Investitionen und wenig Kunden. Wie lange schaut sich das Aral noch an? Nach Ladepunkten Nummer 3, nach Standorten sogar Nummer 2 in Deutschland. Diese Woche sagte Aral-Chef Achim Bothe im Interview in der FAZ, wir berechnen 79 Cent je Kilowattstunde als Standardtarif. Das ist ein fairer Preis angesichts unserer hohen Investitionen in den Aufbau des Ladenetzes und des Ladekomforts, den wir mit unseren ultraschnellen Ladepunkten bieten. Ja, die Anfangsinvestitionen sind hoch, trotzdem dürfte seine Aussage in Kundenkreisen wenig Zustimmung finden. Und der reale Preis ist ja schon heute auch bei Aral ein ganz anderer. Wir hatten ja bereits berichtet, dass Aral zum Kreise der Anbieter gehört, wo eine App-Registrierung ausreicht, um einen aus Wettbewerbssicht fragwürdigen Preisnachlass von ca. 30% zu bekommen. Im Mai hat man es mit einer 5-Cent-Aktion probiert, das heißt 56 Cent pro Kilowattstunde über die eigene App statt 79 Cent bei Direktzahlung mit Kreditkarte am Terminal. Aber der Mai endet heute, daher stellt sich die Frage, ob Aral noch vor den Sommerferien nicht auch ein eigenes Abo-Angebot startet. Mindestens genauso spannend, wie verhalten sich kleine und mittlere Anbieter bei sinkender Nachfrage und sinkenden Preisen im Wettbewerb. Abos können sie nicht dagegen halten, die müssen andere Wege finden. Am schnellsten waren hier offenbar die Pfalzwerke mit einer Preisaktion für Juni. Allerdings ist die Aktion etwas erklärungsbedürftig. Den Rabatt gibt es nur in Kombination mit einem Entcharge-Account und dort angeschlossenen Ladepartnern. Hier also mal nicht im Direktvertrieb, sondern nur auf Umwegen. Der Rabatt liegt bei umgerechnet 24 Cent pro Kilowattstunde, sodass man am Ende je nach Tarif bei ca. 40 Cent pro Kilowattstunde landet. Das Gute hier bei YouTube ist übrigens, dass ein Abo hier kostenfrei ist, sich aber ein Kanalabo bei Nextmove hoffentlich für euch bezahlt macht. Klickt gerne auf den Abo-Button und wir bleiben für euch dran am Thema. Renault R5 Bestellstart. 25.000 Euro sind die fest zugesagte Zielmarke für die Basisversion des inoffiziellen Zoe-Nachfolgers Renault R5. Heute war Bestellstart, aber zum Start ist es erstmal noch etwas teurer. Es werden 32.900 Euro aufgerufen. Dafür bekommt man aber nicht nur die große Batterie mit 52 Kilowattstunden für bis zu 410 Kilometer Reichweite, sondern auch den stärksten der drei Antriebe mit 110 kW Leistung und eine mittlere Ausstattung. Was zum Start aber fehlt, ist die angekündigte Rückspeisefähigkeit ins Haus oder ins Stromnetz. Renault setzt hier, anders als der VW, auf ein wechselstrombasiertes System in Partnerschaft mit WEM Mobility House und Kombination mit einem entsprechenden Stromtarif. Wann die Funktionalitäten V2H und V2G in Deutschland starten, ist derzeit noch nicht bekannt. Was er aber kann, ist die Stromabgabe an lokale Verbraucher. Über einen optionalen Adapter sind hier bis zu 3,7 kW Stromabgabe möglich. Die Kunden, die sich über einen sogenannten R-Pass die Möglichkeit zur frühen Bestellung gesichert hatten, sollen dann ab Januar die ersten Autos bekommen. Normale Bestellungen werden ab März 2025 ausgeliefert. Bis Jahresende sind dann auch 3 Varianten mit der kleinen Batterie bestellbar. Und ab dem ersten Quartal 2025 dann auch die Version für 24.900 Euro. Wer zuerst eine Probefahrt beim Händler machen möchte, muss sich noch ca. bis November gedulden. VW-Renault-Kooperation gescheitert. Lange wurde über eine mögliche Kooperation von VW und Renault bei der Entwicklung eines 20.000 Euro E-Autos spekuliert, beziehungsweise wurden Gespräche zuletzt offiziell bestätigt. Lange hatte man unter dem Druck, dass bald Billigkleinwagen aus China nach Europa kommen könnten, versucht, ein gemeinsames Projekt zu schmieden. VW selbst hatte im Frühjahr lediglich allgemein von 4 Szenarien gesprochen, die für die Produktion des Kleinstwagens geprüft würden. Die Zusammenarbeit mit einem anderen Autobauer hatte man dabei nicht ausgeschlossen.
beschlossen, von VW-Seite aber keinen Namen genannt. Letzte Woche kam dann das offizielle Aus der Verhandlungen, verkündet von Renault-Seite. Möglicherweise war der Produktionsstandort das Kriterium, bei dem keine Einigung erzielt werden konnte. Von VW-Seite gab es dann diese Woche eine Konzernpressemitteilung zum Thema Aus Europa für Europa. Volkswagen Group bringt Projekt für vollelektrische Einstiegsmobilität auf den Weg. 2027 will man das 20.000 Euro Auto dann vorstellen. In der Meldung heißt es, Volkswagen setzt bei diesem Projekt auf einen hohen europäischen Lokalisierungsgrad. Auf dem Weg dahin will man bis Ende 2025 vier Konzernmodelle an der 25.000 Euro Marke präsentieren. Geplant sind hier zwei neue Kompaktwagen, einer von VW und einer von Cupra, sowie zwei kleine SUVs, je einer von Skoda und einer von VW. Alle vier Fahrzeuge werden in Spanien gebaut. Neue ID.3-Varianten bestellbar. Ebenfalls diese Woche war der Bestellstart für weitere Varianten der technisch umfangreich verbesserten Generation des VW ID.3. Für den ID.3 GTX mit 210 kW Leistung und 79 kWh Batterie starten die Listenpreise bei 50.795 Euro. Die Ladezeit von 10% auf 80% ist mit 26 Minuten angegeben und die Reichweite mit 604 Kilometern. Die GTX Performance Variante mit 240 kW Leistung kommt übrigens erst später. Verkaufsstart soll zum Jahresende sein. Für den normalen ID.3 geht es hoch auf 59 kWh nutzbare Kapazität und 434 km Reichweite. Die bisherige Leistung von 150 kW bleibt zunächst, kann aber nachträglich gegen Bezahlung auf 170 kW aufgestockt werden. Spannend ist die Erweiterung nach unten, der ID.3 Pure kommt zurück. Sicher eine Reaktion auf die aktuell allgemein schwache Nachfrage nach E-Autos. Auch hier gab es ein Upgrade bei der Batterie von früher mal 45 auf jetzt 52 kWh nutzbar für eine Reichweite von 388 km. Der Heckantrieb leistet 125 kW und die maximale Ladeleistung liegt bei 145 kW. Spannend ist der Preis. Aktuell gewährt der VW auf alle Modelle noch die hauseigene Umweltprämie von 3.570 Euro. Nach Abzug startet der ID.3 Pure jetzt bei 33.330 Euro. Privatkunden können zum Aktionszins von 2,99% finanzieren. Die beworbene Leasingrate liegt bei 295 Euro bei 4 Jahren Laufzeit mit je 10.000 Kilometern. Alle genannten Varianten bekommen übrigens VWs neueste Software- und Infotainment-Generation mit dem großen 12,9 Zoll Display. Ich war übrigens diese Woche zu Gast bei einem ID-Software-Talk auf dem Kanal von Robin TV. Wer sich für VW und Software-Themen interessiert, kann dort gerne mal vorbeischauen. Great Wall Motors schließt Europazentrale. Diese Schlagzeile kam sehr überraschend. Great Wall Motors zählt zu den größten chinesischen Autoherstellern und hat im letzten Jahr mehr als 1,2 Millionen Autos verkauft. Der Hochlauf der Verkäufe in Europa läuft aber offenbar nicht nach Plan und so haben am Dienstag rund 100 Mitarbeiter der Münchner Europazentrale ihre Kündigung bekommen. Der Standort werde bis Ende August aufgelöst, dementsprechend wurden auch keine Abfindungen angeboten. Intern ist die Rede von riesigen Verlusten, die drohenden Strafzölle kommen dann ja noch dazu. Auch für die deutschen Mitarbeiter war die Situation im Unternehmen nicht einfach. Es wird über rüde Umgangsformen und überzogene Kontrollen durch das Management berichtet. Medien zitieren Mitarbeiter mit dem Begriff toxische Arbeitsatmosphäre. Auf der Produktseite war man in Deutschland mit dem Ora Funky Cat gestartet und versuchte es dann mit einer Umbenennung in GWM Ora 03 mit verschiedenen Modellvarianten. Für 2023 wurde intern das Ziel von 6.000 Fahrzeugen für Deutschland angestrebt. Am Ende waren es immerhin um die 4.600 Fahrzeuge. Auffällig war aber ein extremes Zulassungspeak im August, dem letzten Monat, als in Deutschland der Umweltbonus durch Firmen beantragt werden konnte. Fast die Hälfte aller Neuzulassungen beim Ora Funky Cat erfolgte im August, mutmaßlich also 6.000 Euro deutsches Steuergeld für jedes Auto aus dem gesamten Lagerbestand. In den ersten vier Monaten des Jahres 2024 kam die Marke dann nur noch zusammen auf 810 Neuzulassungen. Damit steht man aber nicht allein da. Zum Vergleich kam BYD über alle Modelle verteilt nur auf 576 Fahrzeuge bis April in Deutschland. Der Verkauf der Ora-Fahrzeuge soll aber weitergehen. Vertriebspartner in Deutschland ist die Emil Frey-Gruppe mit vielen angeschlossenen Autohäusern. Garantieleistung und Ersatzteilversorgung seien gesichert. Insgesamt ist die Standortschließung aber ein bemerkenswerter Schritt. Trotz der aktuellen Stagnation war man eigentlich davon ausgegangen, dass die chinesischen Hersteller einen langfristigen Ansatz für Europa verfolgen, zumindest solange ihnen das Geld nicht ausgeht. Ladesäulen an Tankstellen.
Um den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben, hat das Bundeskabinett jetzt eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht. Die Bundesregierung will große Tankstellenbetreiber zum Ausbau von Schnellladesäulen verpflichten. Das betrifft Unternehmen mit mindestens 200 Tankstellen. Gebaut werden soll pro Tankstelle mindestens ein Schnellladepunkt mit mindestens 150 kW Leistung. Die Vorgaben müssen bis zum 1. Januar 2028 umgesetzt werden, wobei die Regelungen eine flexible Umsetzung erlauben. Die Unternehmen dürfen beim maximal der Hälfte ihrer Tankstellen von den Vorgaben abweichen. So kann der Schnellladepunkt auch in einem Umkreis von maximal einem Kilometer um die Tankstelle entstehen oder es wird eine zusätzliche Ladesäule an einer anderen Tankstelle errichtet. Zudem gibt es bestimmte Härtefallregelungen, bei denen das Unternehmen nicht zum Ausbau verpflichtet ist, zum Beispiel bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit. Durch die Maßnahmen wird mit rund 8000 neuen Schnellladesäulen gerechnet. Die Bundesregierung erhofft sich durch das Gesetz eine stärkere Präsenz von Schnellladern in der Fläche. Die Reaktionen darauf sind aber eher gemischt. André Berghecker, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, begrüßt das Gesetz. Auch in ländlichen Gebieten muss ein Mindestmaß an Ladeinfrastruktur zugänglich sein, auch wenn es dort weniger lukrativ ist. Aus der Tankstellenbranche kommt Kritik. So baut ja Aral ein eigenes Ladenetz aus und setzt dabei verstärkt auf die eigenen Tankstellen. Vorstandschef Achim Bothe kritisiert allerdings eine Versorgungsauflage. Wir sollten uns auf Standorte konzentrieren, an denen wir das größte Potenzial für Nachfrage und Nutzen sehen. Nicht jede Tankstelle braucht eine Ladesäule. Aus meiner Sicht kommt das Gesetz einige Jahre zu spät und wird uns nicht viel weiterbringen, aus mehreren Gründen. Erstens, ein Ladepunkt an einem Standort ist für mich als Kunde unattraktiv, weil immer das Risiko besteht, dass kurz zuvor jemand anders ansteckt. Zweitens, durch die großzügigen Ausnahmeregelungen wird die angestrebte Flächenpräsenz schon im Gesetz unterwandert, weil wirtschaftlich agierende Unternehmen natürlich bevorzugt attraktive Standorte doppelt versorgen und dafür schlechte Standorte weglassen. Und drittens sind Tankstellen grundsätzlich ja attraktive Standorte auch für Ladeinfrastruktur und deswegen bei vielen Betreibern heiß begehrt. Und die Betreiber der Tankstellen machen sich ja schon lange Gedanken, wie man es schafft, dass die bisherigen Geschäftsmodelle nicht einfach nur auslaufen. CDU stoppt Kampagne. Die Union hat letzten Freitag unter dem Titel Ja zum Auto eine Kampagne für den Verbrennungsmotor gestartet. Das erklärte Ziel ist es, das für 2035 geplante sogenannte Verbrenner auszukippen. Deutschland muss Automobilland bleiben. Innovation und Technologieoffenheit statt Verbote. Das E-Auto hat besonders in Deutschland aktuell ein, sagen wir mal, Stammtischproblem. Eine deutliche Mehrheit sieht die Elektromobilität kritisch, das zeigen jüngste Umfragen. Und dass die CDU/CSU diese Mehrheit für sich gewinnen will und das Thema in den Wahlkampf einbringt, hatten wir schon Anfang März hier auf dem Kanal sehr deutlich in Aussicht gestellt. Um die potenziellen Wähler abzuholen und mitzunehmen, startete man also eine Umfrage auf der Partei-Homepage der CDU. Per Mausklick konnte man abstimmen, wie man zum Verbrenner aussteht. Natürlich wollte man sich damit auch Rückenwind für die eigene Position holen. Dass sich solche Online-Umfragen leicht in die eine oder andere Richtung beeinflussen lassen, sollte dabei jedem klar sein. Letztendlich geht es darum, welches Lager seine Anhänger besser mobilisiert. Die Union schrieb ihre Mitglieder an und warb um jede Stimme. Aber auch die Bubble der E-Autofahrer hat die Kampagne natürlich sofort mitbekommen. Auch wir haben kurz nach Kampagnenbeginn über YouTube, Facebook und Twitter die Umfrage geteilt. Natürlich schreiben wir hier niemandem vor, wie er wo abzustimmen hat. Im Nextmove Community Post schrieb ich, da wir bei Nextmove ja bekanntlich gerne Umfragen teilen, folgen wir dem Ruf der CDU, gib Friedrich deine Stimme. Schon kurz nach Kampagnenbeginn zeichnete sich massiver Gegenwind ab. Wohl selten zuvor hat es die CDU geschafft, so viele Menschen zu mobilisieren und auf die eigene Parteiseite zu locken. Am Samstagmittag waren es dann schon über 185.000 Stimmen und davon ca. 86% gegen das Aus vom Verbrenner aus. Die Union zog die Notbremse und beendete die Umfrage und sprach von Wahlmanipulation. Zehntausende Stimmen sollen automatisiert abgegeben worden sein. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dazu, es sei traurig, wie hier mit krimineller Energie manipuliert wird. Manipulation von Abstimmungen seien in einem Wahlkampf nicht akzeptabel und er fügte hinzu, es ist schlimm, wie weit es mittlerweile in diesem Land gekommen ist.
Diverse Medien ordneten die Kampagne aber als Wahlkampfflop für die CDU ein. Experten für Online-Umfragen sind sich einig, die Umfrage war schlecht gemacht und kriminelle Energie brauchte es nicht, um die Umfrage so zu beeinflussen. T-Online und Bild haben dann am Wochenende auch eigene Umfragen gestartet. Auch hier entwickelte sich das Ergebnis nicht in die erwartete Richtung. In beiden Umfragen sprach sich die Mehrheit gegen den Verbrenner aus. Die Kampagne der CDU wirft neben der schlechten technischen Umsetzung auch weitere grundsätzliche Fragen auf. Das Gesetz, das die Union kippen will, geht ja auf Ursula von der Leyen zurück, EU-Kommissionspräsidentin und zugleich CDU-Spitzenkandidatin für die Europawahl am 9. Juni. Und zweitens, es gibt gar kein Verbrennerverbot ab 2035. Technologieoffenheit ist genau das, was die EU ja bereits beschlossen hat. Wer es schafft, einen klimaneutralen, bezahlbaren Kraftstoff an den Start zu bringen, darf den auch nach 2035 noch in Neuwagen verfeuern. Ein Verbrennerverbot für Gebrauchtwagen gibt es auch nicht, auch kein Ablaufdatum. Es wird also gar nichts verboten, das sagt auch von der Leyen auf gemeinsamen Wahlkampfveranstaltungen mit Friedrich Merz. Trotzdem ging die Union diese Woche noch einen Schritt weiter und will Autoherstellern mögliche Strafzahlungen erlassen, wenn sie ihre Flottengrenzwerte nicht einhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen keine Strafen zahlen müssen, wenn sie bei den Emissionen die europäischen Flottengrenzwerte angesichts der Absatzprobleme nicht einhalten können, sagt der stellvertretende CDU-Vorsitzende Michael Kretschmer dem Handelsblatt. Zugleich übrigens Ministerpräsident eines Bundeslandes, in dem folgende E-Autos gebaut werden. Porsche Macan, Mini Countryman, VW ID.3, ID.4, ID.5, Cupra Born und Audi Q4 e-tron. Wir sind im Wahlkampf und die Parteien versuchen sich gegenseitig zu übertrumpfen. Dass die CDU der FDP das Schlagwort Technologieoffenheit geklaut hat, fand man dort offenbar nicht lustig und setzte auf die CDU-Position noch einen drauf. So fordert die FDP jetzt sogar die aktuellen CO2-Vorgaben für fossile Verbrenner komplett abzuschaffen. Wir sollten die bürokratischen Flottengrenzwerte vollständig abschaffen, dann müssen wir auch nicht über irrsinnige Strafzahlungen für Autobauer diskutieren, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Er argumentierte, dass die Flottengrenzwerte durch den erweiterten Emissionshandel ohnehin entbehrlich seien. Im Zuge steigender Spritpreise wäre die logische nächste FDP-Forderung dann vermutlich wieder ein Tankrabatt. Während in Deutschland einige Politiker den Verbrenner möglichst lange im Spiel halten möchten, sind andere Länder bereits heute komplett ausgestiegen. Verbrenner aus bereits umgesetzt. In Äthiopien gilt seit Februar ein Importverbot für Verbrenner. Nur noch Elektroautos dürfen in das Land eingeführt werden, egal ob neu oder gebraucht. Weil es in Äthiopien keine heimische Autoindustrie gibt, bedeutet das de facto ein Verbot von Neuzulassungen von Verbrennern. In der Hauptstadt geht das Verbot sogar noch weiter. Auch Motorräder dürfen dort künftig nur noch elektrisch betrieben werden. Das gilt sogar für Bestandsfahrzeuge. Es gibt Fristen, innerhalb derer Motorräder auf Elektro umgerüstet werden müssen. Diese Maßnahme ist Teil eines ambitionierten Plans, die Luftqualität zu verbessern und vor allem die Abhängigkeit von teuren Treibstoffimporten zu reduzieren. Äthiopien gilt als eines der ärmsten Länder der Welt und Treibstoffe müssen importiert werden. 2023 waren das 6 Milliarden US-Dollar. Dem Land fehlen schlicht die Devisen, um den immer stärker steigenden Bedarf nach Benzin und Diesel importieren zu können. Gleichzeitig verfügt das Land durch seine Lage am Nil über viel Wasserkraft. 96% des Stroms werden so erzeugt. Die leichte Versorgung mit billigem Strom nennt die Regierung daher als Hauptgrund für die radikale Umstellung. Doch die Verkehrswende läuft nicht ohne Herausforderungen. Erstens gibt es in Äthiopien regelmäßig Stromausfälle und zweitens ist die Infrastruktur für öffentliche Ladestationen noch unterentwickelt, was viele Menschen dazu zwingt, ihre Fahrzeuge zu Hause zu laden. Mehr als 2000 Ladestationen sollen nun schnell im ganzen Land errichtet werden, davon die Hälfte in der Hauptstadt. Autos sind natürlich ein Luxusgut. Auf 126 Millionen Menschen kommen gerade mal 1,2 Millionen Autos. Davon fahren aktuell schon 150.000 rein elektrisch. Das sind immerhin 13%. Bis 2030 soll die Zahl auf 500.000 ansteigen. Die meisten Elektrofahrzeuge kommen aus China, aber auch deutsche Fabrikate werden verkauft. Der Automobilmarkt Äthiopiens spielt weltweit natürlich keine Rolle, aber es zeigt, dass der Wandel vom Verbrenner hin zu Elektro weltweit geschieht und in manchen Ländern viel schneller als gedacht. Und das bringt uns wieder zurück zur Union, die ja den Rest der Welt als Kundschaft für die deutsche Spitzentechnologie des Verbrennungsmotors in ihrem Europawahlprogramm beschwört. Der Rest der Welt wird weiter mit Verbrennern fahren, lautet das Totschlagargument. Eines der ärmsten
Länder der Welt sagt nun Nein zum Verbrenner, weil man sich diese Technologie schlicht nicht leisten kann und es kostengünstigere Alternativen gibt. Weitere Länder werden aus volkswirtschaftlichen Gründen folgen, so ziemlich alle, die fossile Treibstoffe importieren müssen. Viele wollen es noch nicht wahrhaben, aber der Peak für die weltweiten Verbrennerverkäufe liegt vermutlich bereits hinter uns. Laut Bloomberg markierte 2017 den Höhepunkt und der Markt wird perspektivisch fallen und mit ihm die Hersteller, die nicht mit der Zeit gehen. Urlauber, aufgepasst! Wer mit dem E-Auto nach Griechenland fährt und dies nicht komplett auf dem Landweg tun möchte, sondern Fährverbindungen nutzt, sollte eine Verordnung des griechischen Ministeriums für Schifffahrt und Inselpolitik beachten. Demnach dürfen E-Autos nur noch mit einem maximalen Ladestand der Batterie von 40% befördert werden. Mehrere große Reedereien weisen auf ihren Buchungsseiten inzwischen darauf hin, so auch wie hier bei Superfast Ferries direkt auf der Startseite. Beim Check-in finden entsprechende Kontrollen statt. Begründet wird die Regelung mit der Brandgefahr. Die 40%-Grenze wurde vermutlich gewählt, weil man davon ausgeht, dass das Auto nicht so lange und heftig brennt, wenn weniger Strom im Akku ist. Oder habt ihr eine bessere Erklärung? Allgemein ist ja belegt, dass E-Autos statistisch gesehen seltener brennen als Fahrzeuge, die explosive Flüssigkeiten transportieren. Insofern stellt sich die Frage, ob die Neuregelung bei den richtigen Fahrzeugen ansetzt. Was dagegen unbestritten ist, dass das Löschen eines Brandes bei E-Fahrzeugen meist schwieriger und aufwendiger ist. Eine sinnvolle Regelung könnte also zum Beispiel darin bestehen, batterieelektrischen Fahrzeugen im Rahmen eines Brandschutzkonzeptes für das jeweilige Schiff bestimmte Zonen zuzuweisen, in denen sie im unwahrscheinlichen Falle eines Brandes weniger Schaden anrichten und gut für Löscharbeiten zugänglich sind. In anderen Teilen Europas schätzt man die Gefahrenlage offenbar realistischer ein und hat beim E-Auto sogar neue Geschäftsmodelle entdeckt. Nein, kein Gefahrenzuschlag, sondern das Angebot, das E-Auto während der Fährüberfahrt aufzuladen. Hier im Beispiel gibt es 32 Ladestationen an Bord, wahlweise 11 kW AC oder 40 kW DC, vorab buchbar für 29 Euro pauschal. Über eine bereitgestellte Kennzeichnung am Auto wird man dann beim Beladen der Fähre vom Personal zum reservierten Stellplatz eingewiesen. Einziges Problem, Laden mit Ökostrom wird schwierig auf der Fähre. R-Königschau, wir starten mit Bildern von Dominik. Er fährt selbst noch kein E-Auto, hält aber schon mal Ausschau nach passenden Modellen und hat diesen Kia EV3 an der Raststätte Aachener Land Süd an der A4 entdeckt. Obwohl bereits vorgestellt, war das Auto noch verhüllt. Oberhalb von 80% lag die Ladeleistung noch bei 35 Kilowatt, also eigentlich Zeit zum Weiterfahren. Und wir haben noch eine Einsendung von Hans. Das Auto stand in Pfronten im Allgäu. Das Modell ist der neue Mercedes EQC, die Lichter aber noch Mercedes-Prototypen typisch aus der Bastelkiste. Und gleich nochmal, gleiches Modell, aber anderes Fahrzeug, hier gesichtet von Marc am NBW-Schnelllader in Nordheim an der A7. Der nächste kommt von Alexander, gesichtet beim Shopping in München. Das Auto ist ein Xiaopang G6, vermutlich in der Performance-Variante. Das Fahrzeug war unterwegs mit schwedischen Sonderkennzeichen. Bernhard hat uns diese Bilder eines Porsche Boxster gesendet. Geladen wurde bei NBW in Hegau West an der A81, also ganz im Süden Deutschlands. Interessant für die Technikfreunde ist vermutlich das Spannungsniveau. Bei einem Ladestand von 64% zeigte die Ladesäule einen Wert von 602 Volt. Neues von Nextmove. Die Sommerferien rücken näher und wir sehen in unserem Buchungskalender, dass aktuell verstärkt Pkw über mehrere Wochen im Juli und August von Privatpersonen gebucht werden, vermutlich um mal auszuprobieren, wie das denn auf so einer Urlaubsreise mit dem E-Auto funktioniert. Für alle, die noch das passende Auto für den Urlaub suchen oder mal etwas Oberklasseluft schnuppern wollen oder einfach nur möglichst sorgenfrei längere Strecken fahren wollen, haben wir aktuell ein Aktionsangebot für unsere Mercedes EQE. Eine Woche gibt es ab 369 Euro, 1000 Kilometer sind da schon drin, aber es können auch Kilometerpakete dazu gebucht werden. Das Aktionsangebot kann auch mehrfach nacheinander gebucht werden, also maximal 4 Wochen am Stück, dann mit 4000 Kilometern inklusive. Schickt uns gerne eure Anfrage über die Aktionsseite, wenn Interesse besteht. Im Fahrzeugverkauf haben wir vor allem bei Transportern das Angebot erweitert. Die Angebote richten sich an gewerbliche Kunden und die Preise liegen grob je nach Modell und Zustand zwischen 13.000 und 18.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Den Link zu den Gebrauchtwagen findet ihr unter dem Video in der Infobox. Für heute sage ich Tschüss, bis nächste Woche, bleibt gesund und fahrt elektrisch.